I like you, sky side, seaside, blue and orange. Gelaufen. Tada! Hey Girls, ich bin Daniel und das ist meine wunderschöne Freundin Alicia. Und heute mache ich ein Drag-inspired Make-up. Denn von denen kann man sich nicht nur den Mut und den Humor abgucken, sondern auch viele, viele, viele tausend Make-up-Tipps. Bevor es losgeht, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und jetzt geht's auch schon los. Zuallererst trage ich ein Facelift-Tape auf. Das kann man kaufen oder auch selber machen. Ich werde noch ein Video dazu machen, wie man das selber machen kann. Man muss es auch gar nicht benutzen. Das kann aber einen coolen Effekt haben. Ihr werdet gleich sehen, welchen. Der zieht nämlich die Augenbrauen so ein bisschen höher. Und jetzt zeige ich euch, wie man Schritt für Schritt das Facelift-Tape anbringen kann. Die Stelle, wo später das Facelift-Tape hin soll, muss erstmal mit einem Toner gereinigt werden. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich auch hinter dem Ohr ein Facelift-Tape anbringen werde. Es ist einfach so, dass ich, um die Augenbraue heben zu können, einen Gegenzug brauche. Und den kann man am besten hinter dem Ohr verstecken. Jetzt gehe ich nochmal mit einem trockenen Wattepad über alle Stellen, damit sie perfekt für das Facelift-Tape vorbereitet sind. So, jetzt kommen die Facelift-Tapes! Ah! Das Facelift-Tape sollte man eher schräg auftragen, da es später in derselben Diagonale mit dem zweiten Facelift-Tape auf der gegenüberliegenden Seite verbunden wird. Ja, und ich weiß, das Ganze hat so ein bisschen was von Frankensteins Labor. Aber wartet ab, der Effekt ist wirklich cool. Pull her, pull her! Ich glaube, Alicia tötet mich gerade in Gedanken. Immer mal wieder nachdrücken, damit das Facelift-Tape später wirklich gut hält. Das Ganze lasse ich jetzt erstmal in Ruhe, spanne es noch nicht, denn so kann sich der Kleber perfekt mit der Haut verbinden. Da ich gleich erbarmungslos viele Farbschichten auftragen werde, brauchen wir hier einen Primer. Und dafür benutze ich den Urban Decay Eyeshadow Primer Portion. Jetzt nehme ich einen sehr, sehr hellen Beige-Ton und trage ihn auf dem kompletten oberen Augenlid auf. Denn dadurch schafft man für die leuchtenden Farben, die später kommen sollen, eine perfekte Leinwand. Und hierfür benutze ich den hellsten Ton der Anastasia Beverly Hills Contouring Palette. Ich ziehe schon mal immer wieder am Tape, damit ich sehen kann, wie das Endresultat aussieht. Das Ganze fixiere ich dann mit einem hellen Ton und hier benutze ich den weißen Ton der BH Studio Pro Contouring Palette. Jetzt benutze ich noch einen zweiten sauberen Pinsel, um den überschüssigen Puder abzunehmen. So werde ich im Grunde jetzt mit jeder weiteren Lidschattenfarbe umgehen. Ein Pinsel wird da sein, um aufzutragen und schon leicht zu verblenden und ein zweiter sauberer Pinsel, um wirklich wunderschöne, saubere Ränder zu schaffen. Jetzt werde ich Tape auftragen für eine harte Kante am äußeren Augenwinkel und hier muss man nicht ganz so nah am äußeren Augenwinkel bleiben, sondern man kann so 1 bis 2 mm nach außen gehen, weil wir das Auge so später mit dem zweiten Eyeliner, der unten aufgetragen wird, größer schminken werden. Jetzt zeige ich einen schwarzen Lidschatten direkt in die Lidfalte auf. Und auch hier ziehe ich immer wieder am Facelift-Tape, um zu gucken, wie es später aussieht. Das Schwarz, wie fast alle anderen Lidschattenfarben, die ich heute verwenden werde, kommen von der Alexis Stone Instinct Lidschattenpalette. Ich kann es auch mal ruhig halten, ne?
Ich zeige jetzt noch einen zweiten schwarzen Lidschattenlayer auf für noch mehr Tiefe. Ich gehe mit dem schwarzen Lidschatten auch schon so ein bisschen am Wimpernrand entlang, weil da kommt später ein richtig krasser Eyeliner hin. Jetzt gehe ich mit diesem kühlen Grünton über die schwarzen Bereiche und ein bisschen darüber hinaus. Und ich mag diesen Pinsel sehr, sehr gerne, weil man sehr viel Produkt auf den Pinsel packen kann und gleichzeitig mit ihm sehr präzise arbeiten kann. Und jetzt verblende ich die Ränder mit einem sauberen zweiten Pinsel. Da ich gleich einen Cut-Crease machen möchte und sehr intensive Farben aufgetragen habe, gehe ich jetzt schon mit einem sauberen Pinsel über die Stellen, wo ich später Concealer auftragen möchte, um überschüssigen Lidschatten zu entfernen. Jetzt nehme ich wieder den hellsten Ton der Anastasia Beauty's Contouring Palette, gehe in den inneren Augenwinkel, mache hier eine relativ starke Schräge rein. Gehe dann sogar über die eigentliche Crease hinaus, weil ich das Augenlid noch stärker vergrößern möchte. Ich trage den Concealer jetzt nicht auf dem kompletten beweglichen Augenlid auf, da ich später am äußeren Augenwinkel sowieso eine dunkle Farbe auftragen möchte. Und jetzt fixiere ich das Ganze wieder mit dem weißen Puder. Anschließend trage ich diesen leuchtenden Pinkton auf dem kompletten beweglichen Lid auf. Jetzt verblende ich diese doch beiden sehr kontrastierenden Lidschattenfarben, indem ich mit dem grünen Lidschatten nochmal am äußeren Augenwinkel entlang gehe. Und durch das Verblenden entsteht hier ein Violettton. Mein Ziel ist es hier wirklich, ein Augen-Make-up zu haben, was weiche und harte Kanten hat. Also harte Kanten durch die Cut-Crease und das Tape, aber auch weiche Kanten durch das Verblenden. Weiche Kanten, kann man das wirklich sagen? Weiche Übergänge. Und ich weiß, der Zwischenstand eines Make-ups und gerade eines Drag-Queen-Make-ups kann wie ein Unfall aussehen, aber bear with me, am Ende wird alles gut. Das ist das, was ich mir auch immer sage, wenn ich den Zwischenstand beobachte. So, jetzt verbinde ich die Facelift-Tapes und zwar mache ich das diagonal, also rechts mit links und links mit rechts und dafür nehme ich ein Gummiband. Netterweise wird sich auch später ein Facelift-Tape einfach mal so verabschieden, also es wird sich lösen. Wie das passieren kann, was man dagegen tun kann, werde ich in meinem Facelift-Tape-Tutorial erklären. Ganz wichtig ist auch, hab nicht immer nur 4 genau abgezählte Facelift-Tapes, hab immer mal 2, 3 mehr, damit ihr euch, wenn ihr mal euch verklebt oder wenn sich eins löst, ihr wisst, was ich meine, bla 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 bla, auf der sicheren Seite seid und jetzt geht's weiter.
Ich bin kein Riesenfan von Liquid Eyeshadows, weil ich finde die immer ein bisschen hard to handle. Aber dieser Lidschatten von Trend Up, der sich Ultimate Sparkle Liquid Eyeshadow nennt, hat mich überzeugt durch seinen Sparkle. Ich finde, der reflektiert wirklich wunderschön und hat wirklich einen wunderschönen rosé-metallischen Glanz. Auch hier achte ich darauf, dass ich die harten Ränder, die ich mir hart erarbeitet habe, nicht verwische. Nur nach außen hin, also zum äußeren Augenwinkel, verblende ich das Ganze. Und hierfür benutze ich einen zweiten, sauberen Pinsel. Jetzt trage ich wirklich einen richtig bolden Eyeliner auf und dafür benutze ich eines meiner neuen Lieblingsprodukte. Und es ist ein Kat Von D Eyeliner und er nennt sich Inkliner. Und hier gehe ich wie immer vom äußeren Augenwinkel zur Mitte hin. Und dann arbeite ich mich mühselig vom inneren Augenwinkel zur Mitte hin. Für mich ist das ja immer ein sehr befreiender Moment, wenn ich das Tape abnehmen kann und das Ergebnis sehe. Jetzt entferne ich noch mit einem feuchten Kosmetiktuch den ganzen Lidschatten, der runtergeburselt ist. Jetzt tusche ich die oberen Wimpern und dafür benutze ich Better Than Sex Mascara von Too Faced. Da ich gleich wirklich heavy Fake Lashes auftragen werde, trage ich drei Klebepunkte auf das Augenlid und zwar in die Mitte, auf den inneren Augenwinkel und den äußeren Augenwinkel. Und natürlich auch auf die Wimperntresse. Dann lasse ich das Ganze wirklich in Ruhe sticky werden, weil der Wimpernkleber braucht immer so einen kleinen Moment. Und hier sieht man leider überhaupt nicht gut, was ich mache, aber ich trage die Wimper erst auf die Mitte auf und doll sie dann in den inneren und äußeren Augenwinkel. Denn das sind die Schwachpunkte. Gerade innen lösen sich die Wimpern gerne schnell ab. Da ich einen flawless Teint haben möchte, der fast schon plastic aussieht, benutze ich einen Primer, und zwar ist der von Smashbox, nennt sich Minimize Pores Primer. Jetzt zeige ich eine flüssige Foundation auf mit einer sehr, sehr, sehr hohen Deckkraft und hier benutze ich die Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Kommen wir nun zu einem weiteren meiner Lieblingsprodukte, und zwar ist das der Contouring Stick von Alverde. Der ist nicht zu ashy, nicht zu warm, nicht zu hell und nicht zu dunkel für helle Complexions. Und den trage ich auch ein bisschen anders auf, als ich ihn sonst auftragen würde. Die Schläfe lasse ich komplett weg und ich mache alles viel, viel steiler. Also ich betone den Wangenknochen, bin aber ein bisschen steiler als der eigentliche Wangenknochen und gehe dann an der Kinnlinie entlang, mache das auch ein bisschen schräger, mache das Ganze auch ein bisschen dunkler. Verblende es aber nicht ganz so stark, wie ich das sonst machen würde, um wirklich schöne, scharfe Kanten zu bekommen. So, nehmt jetzt wieder die helle Farbe von der Anastasia Beverly's Contouring Palette und macht ein Dreieck unter das Auge. Und jetzt das Ganze natürlich auch noch verblenden. Und hierfür benutze ich auch gerne den Pinsel, den ich eben zum Contouring benutzt habe. Jetzt fixiere ich die hellen Bereiche und dafür benutze ich die BH Studio Pro Contouring Palette, und zwar nehme ich einfach alle hellen Töne und gehe mit dem Pinsel drüber. Dann fixiere ich alle dunklen Töne und da gehe ich einfach auch mit dem Pinsel über die ganzen dunklen Farben.
Das sollte man nicht machen. Den Concealer unter den Augen fixiere ich dann mit dem Unripe Powder von e.l.f. Das ist eines meiner Lieblingsprodukte, weil es wirklich Fältchen wegzaubert und eine ganz ebenmäßige, schöne Oberfläche schafft. Damit die Augen auch wirklich später im Mittelpunkt stehen, mache ich die Augenbrauen ein kleines bisschen heller und dafür benutze ich das Wow Brow Gel von e.l.f. in der Farbe Taupe. Jetzt tragen wir unten einen schwarzen Eyeliner auf und den gerne 1 bis 2 bis 3 mm entfernt von dem eigentlichen unteren Wimpernkranz. Ich weiß, das hört sich krass an, aber wenn ihr denkt, ihr seid schon am richtigen Punkt, geht nochmal ein Stückchen weiter runter. Also es darf wirklich dramatisch aussehen. Den schwarzen Eyeliner verbinde ich dann nicht mit dem äußeren oberen Eyeliner, sondern lasse so eine kleine Lücke. Dadurch wirkt das Auge noch größer. Den Eyeliner trage ich auch nicht komplett bis zum inneren Augenwinkel auf, sondern gehe nur bis zur Mitte. Und da wir noch nicht genug Drama am Gesicht haben, nehme ich jetzt noch einen Glitzer-Eyeliner. Der ist von NYX und nennt sich Glitter Golds. Die Farbe nennt sich Crystal Ball und gehe auf dem unteren Augenlid von der Mitte hin zum inneren Augenwinkel. Mit dem Glitzer-Eyeliner gehe ich dann noch über den inneren Teil der Crease. Jetzt die unteren Wimpern tuschen, gerne 1, 2, 3 Mal. Jetzt trage ich richtig viel Blush auf. Und dafür benutze ich einen Rouge von Catrice, der nennt sich Blushbox. Und die Farbe lautet Golden Coral. Und den trage ich natürlich überhaupt nicht natürlich auf, sondern gehe auf einen relativ hohen Punkt der Wangenknochen und trage ihn hier auf. Ab und zu verblende ich das Ganze dann mit einem zweiten Pinsel, weil wenn man so viel Farbe auftragen möchte, muss man das auch wirklich gut verblenden. Jetzt klebe ich auch noch unten Wimpern auf und die habe ich aus einem billig 1 Euro oder 100 Yen Store aus Tokio. Die sehen so aus. Da nehme ich auch nicht die komplette Tresse, sondern teile mir die Wimpern in zwei Stücke und setze sie auch auf die unteren Wimpern in der Mitte auf. Wer meine Videos kennt, der weiß, der Becker Highlighter ist mein absoluter Lieblingshighlighter. Ich benutze ihn am liebsten in der Farbe Pearl. Den trage ich jetzt richtig großzügig auf den höchsten Punkt der Wange auf. Vielleicht wieder so ein Tick höher als eigentlich der höchste Punkt der Wange. Und ich würde hier im Grunde am liebsten das ganze Gesicht highlighten, aber ich beschränke mich diesmal nur auf das Lippenherz und auf den Augenbrauenknochen. Bei den Lippen nehme ich einen Lippenstift von Kat Von D in einem richtig schrillen Pinkton. Den trage ich auf, wie ich ihn immer auftrage. Ich mache erst eine Schräge auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite. Dann verbinde ich das Ganze mit dem äußeren Mundwinkel. Und auch hier übermale ich natürlich ein bisschen. Unten mache ich mir einen Strich unter die Lippe und verbinde auch diese mit den äußeren Augenwinkeln. Mundwinkeln meine ich. Das Ganze fülle ich dann aus. Und ich kann euch sagen, dieser Lippenstift hält wirklich sehr, sehr lange. Da mir der Liquid Eyeshadow so gut gefallen hat, trage ich den jetzt auch nochmal auf die Unterlippe auf, damit die noch voluminöser wirkt. Und das Ganze verblende ich dann natürlich im Anschluss. Und jetzt klebe ich natürlich noch Strasssteine auf. Und zwar einen hellen Strassstein in den inneren Augenwinkel und einen dunkleren Pinkton auf den äußeren Augenwinkel. Wie sieht das aus? Und dann wird es auch noch halbwegs hübsch aussehen. Das Gute ist da und ich bin raus. Bitch. Okay, 3, 2, 1 und ich glänze wie verrückt. Aber für sowas. Okay, 3, 2, 1 und wieder da.
So, Girls, der Look ist fertig und ich bin auch mega am Ende. Wir haben hier 4 Stunden lang rumgeschminkt. Ich habe Alicia wirklich herausgefordert, Make-up-mäßig. Ich habe größten Respekt vor Drag Queens, weil die wirklich ein Make-up machen mit Farben wie Pink, Türkis, Violett, Gelb. Da sieht man jeden Fehler. Also, bow down, Bitches, bow down, Bitches. Jetzt bleibt mir nicht mehr zu sagen, als falls es dir gefallen hat, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!